Wir sind hier im Barrikeller der Winzergenossenschaft und ich stelle Ihnen jetzt hier den Riesling Alte Reben vom Kalkmergel vor. Das ist ein ganz spezieller Boden, den man auch aus der Champagne kennt, der eine sehr hohe Nährstoff- und Wasserspeicherkapazität hat und auch sehr langlebige Weine ergibt. Das ist das Besondere an der alten Rebe. Alt will ja keiner sein, aber die alten Reben haben halt sehr tiefe Wurzeln, die eben bewirken, dass auch in Trockenstressjahren, wie das leider die letzten Jahre war, sehr gute Nährstoffversorgung haben und es sehr dichte aromatische Weine gibt, die auch sehr lagerfähig sind. Und das ist halt nicht immer selbstverständlich, weil junge Weinberge dann oft auch Trockenstress haben und nicht die Substanz, um lange zu lagern. Der kommt jetzt sogar aus Hochheim von einem neuen Winzer von uns. Wir haben also auch da Weinberge. Und diese Kalkablagerungen, die sind zustande gekommen, schon etwas her, vor 25 Millionen Jahren, als da noch ein Meer war, über Sediment und Ablagerung von Meerestieren, die eben Kalkbestandteile haben, Muscheln und ähnliche Stoffe, die dann über die Jahre den Kalkboden gebildet haben. Und wir sind stolz, da so einen ausdrucksvollen Wein zu haben, der die Spitze unserer trockenen Weine darstellt. Auch in der Flasche etwas schwerer. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man sagt, oh, da hat man was in der Hand hier. Und ich freue mich, wenn andere den Wein genauso toll finden, weil er sehr ausdrucksvoll und lagerfähig ist und wünsche viel Spaß damit.